Willkommen, Freunde der Energiegespräche. Heute bin ich bei Dr. Lars Schernikau in der Schweiz und wir werden über einige Aspekte der Energieversorgung, was Rohstoffe betrifft, sprechen. Es freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in das Gespräch einzusteigen. Sie sind in der Energiebranche tätig. Was hat Sie in die Energiebranche gebracht? Wie sind Sie da hingekommen? Ja, vielen Dank. Also erstmal freut mich, dass Sie zu uns gefunden haben, ja, und dass wir die Chance haben, ein paar Worte gemeinsam zu dem Thema Energie zu sprechen, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, eines der wichtigsten Themen ist überhaupt. Also ich selbst bin damals in Berlin aufgewachsen, Ostberlin aufgewachsen, hatte dann die Chance, nach der Wende in den USA zu studieren, dann in Frankreich und war dann mehrere Jahre bei der Boston Consulting Group tätig in den USA und in Deutschland. Und mein Vater war bereits seit den 70er Jahren im internationalen Rohstoffgeschäft, im Energiehandel tätig, vor allem im Bereich Kohle und Gas. Und hat immer gebeten, dass ich in das Familienunternehmen mit einsteige, was ich nie wollte, aber dann doch eben vor jetzt 20 Jahren gemacht habe. Und so bin ich da reingerutscht und ohne wirklich auch nur ein Ansatzgefühl zu haben für das Thema Energie, so als auch Rohstoffe. Ja, also Sie sind sozusagen wirklich ins kalte Wasser geworfen worden, wenn man das so sieht. Aber Sie haben natürlich eine Umgebung gehabt, die energiemäßig schon aktiv ist. Die Frage in der Energiebranche ist ja, das war eine sehr traditionelle Branche. Wir haben diese drei Hauptrohstoffe, Kohle, Öl, Gas, wenn ich das jetzt mal so abkürzen darf, die traditionellen Verbrennungsstoffe. Man hört, dass das Investitionsvolumen in dem Bereich zurückgeht. Ist das schon tatsächlich so? Also es ist tatsächlich so. Es ist in vor allem im Bereich Öl und Kohle so. Mhm. Gas ist noch relativ gut, was die Investments betrifft. Ich bin sehr oft in den USA, sehr oft auch im Bereich der Ölunternehmen tätig und sehe, wie also dort tatsächlich die Investitionsbereitschaft zurückgeht, ja, von den Investoren. Die Unternehmen selbst investieren noch, was sie können, aber in Summe ist also tatsächlich so, die Nachfrage steigt, aber die Investitionen bleiben maximal gleich, gehen aber eher runter. Im Ölbereich ganz stark runtergegangen, Kohle möchte gar keiner mehr anfassen, also da wird noch investiert, aber viel zu wenig. Und deswegen auch die Grundprobleme, da reden wir gleich drüber, die dahinter stehen am Ende. Ja, ja. Also wie gesagt, wir haben also die Investition in dem Bereich ist erstmal gesettelt oder beziehungsweise im rückgängig. Ja. Ich erinnere mich mal auf einer Energiekonferenz in Abu Dhabi, da ist immer große Treffen von verschiedenen Energien. Da wurde behauptet, dass die Börsenwerte dieser ganzen Unternehmen auch deutlich abgesackt sind, weil der Wert, der im Boden liegende Rohstoffe, also Kohle, Öl, Erdgas ein bisschen, natürlich anders bewertet wird in den letzten Jahren. Ja, also ich sage mal, es hat natürlich bis zu Covid ist es tatsächlich mal, ich glaube, starke Reduzierung und also die Energiemärkte oder sind natürlich wie immer sehr hohe Schwankungen gegeben und es gab teilweise lange Phasen, lange Jahre, wo die Bewertungen immer weiter gefallen sind, wo also tatsächlich die Bewertung fast schon den Buchwerten entsprachen. Ja? Und da natürlich auch große Investitionschancen sind. Im letzten Jahr, logisch, hat sich das stark gedreht. Ja? Weil letztes Jahr ist ja alles, also die Energiekrise, die eigentlich schon vor dem Ukraine-Krieg angefangen hat, hat es natürlich stark angetrieben. Ja? Aber in diesem Jahr hat es wieder etwas mehr normalisiert. Ich weiß nicht, wo genau die ist. Ich bin kein Equity-Mann, aber ich kann nur sagen, dass was die Basisinvestitionen betrifft, sind wir bei weitem drastisch unter dem, wo wir sein müssten, um unsere Welt mittelfristig mit genug Energie zu versorgen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite ein Wachstum des Energieverbrauchs eigentlich. Also wir sehen, dass diese großen Staaten in Asien vor allem zunehmend auch in unseren westlichen Lebensstil einsteigen, von der Klimaanlage über das Auto. Energie selbst wächst als Volumen im Markt. Wir haben jetzt natürlich den Nebeneffekt, dass wir dann Erneuerbare drin haben. Sind die vom Volumen her schon spürbar, dass man sagt, das ist inzwischen so viel Solar und Wind unterwegs, dass wir gar nicht mehr so viel Kohle und Öl brauchen? Also ist natürlich spürbar. Ich meine, da gucken Sie sich Deutschland an. Ja, also unser eigenes Land. Also wobei natürlich Deutschland, sagen wir mal, weltweit betrachtet relativ irrelevant, ehrlich gesagt. Ja. Also 2% von grob vom Volumen sozusagen weltweit.
Trotzdem ist Deutschland, sagen wir mal, ein gutes Beispiel, weil eben Deutschland, sagen wir mal, scheinbar, was diese Energiewende betrifft, am weitesten fortgeschritten ist. Ja, und da kann man wunderbar am Beispiel Deutschland sehen, was eigentlich passiert, wenn eben mehr Windsolar ins System kommt. Aber weltweit betrachtet, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal aus Deutschland nach Europa rausgehen, also ich bin sehr viel in Asien unterwegs, sehr viel in Afrika unterwegs, dort ist es also, spielt es sehr, sehr geringe Rolle. Ist China gilt immer als das Land, was furchtbar viele neue Technologien installiert, eben auch Solar und Wind. Ist man davon, also ich meine, China ist jetzt im Weltmarkt ein bisschen anders angekoppelt, was den Energiebereich betrifft, vermute ich jetzt mal. Sieht man da auch eine Veränderung? Also China spielt eine interessante Rolle, natürlich sehr schwer zu verstehen, genau was deren Strategie ist. Wir haben alle unsere Ideen und unsere Annahmen dahinter. Also für mich ist ganz klar, China hat erkannt, dass eine Industrienation nicht mit Wind und Solar laufen kann. China hat aber auch erkannt, die unglaubliche Investitionschance dahinter, indem die Technologie, die sie sehr günstig und sehr billig herstellen, wohlgemerkt mit fossiler Energie, ja, dass sie diese Produkte wunderbar verkaufen können im Westen und damit ein gutes Geschäft machen können. Dazu kommt, man könnte richtig auch ein geopolitisches Interesse verstehen dahinter. Denn wenn Sie überlegen, China baut weiter, sagen wir mal, diese belastbare Grundlast, vor allem aus Kohle auf, ja, weiterbaut riesige neue Kraftwerke, Minen und so weiter und so fort. Parallel bauen sie Infrastrukturfabriken auf, die eben Solarpaneele und Wind und so weiter bauen können, ja, oder eben auch Batterietechnologie und so weiter und so fort, die exportiert werden. Ja. Mit diesem Export von, sage ich mal, unsicherer, intermittenter Wind- und Solarkraft in den Westen, ja, machen sie damit den Westen schwächer. Okay, Ja, interessante es Ansicht, ist, es ja. ist, eine geopolitische, es ist eine geopolitische Diskussion, die ich, sag mal, worüber nachdenke, keiner weiß es, man kann es nur annehmen. Ja? Weil am Ende, sie nutzen es selbst auch ein bisschen, aber sie machen sich nicht davon abhängig. Während sich wir im Westen, wir machen uns davon abhängig und das unterstützt China natürlich. Ja? Mit den billigen, guten Produkten, die hier mit Steuergeldern bezahlt werden. Ja? Hier wird Geld damit verdient. Hergestellt wird alles mit fossiler Energie, logischerweise. Ja. Und am Ende macht sich ja, die westliche Industrienation damit kaputt. Siehe Deutschland. Ja, Sie haben ja dann in einem Ihrer Vorträge, Sie haben ja auch im Internet einiges präsentiert, kann ich auch ein bisschen verlinken. Diese Full Cost of Electricity zum Beispiel. Angenommen, wie teuer ist eigentlich Energie oder Strom meistens normalerweise aus verschiedenen Quellen? Und nun hören wir ja immer in der bestimmten Bereichen, dass man sagt, Solarenergie ist im Moment die billigste Energieform. Faktisch ist es aber so, dass Sie sagen, es ist eine Schwächung der westlichen Länder, wenn sie da zu viel investieren. Das heißt also, irgendwas muss man da erstmal nebeneinander legen. Wie teuer ist tatsächlich die totalen Kosten, die Full Cost von Elektrizität? Was für Faktoren spielen da rein? Genau. Das ist eigentlich genau das Grundproblem. Also diese Stromvollkosten, die wir definieren, also FCOE, Full Cost of Electricity, beinhaltet eben wirklich die Gesamtkosten des Stromungssystems. Ja. Und das ist ja eigentlich was relevant ist für ein Land. Ja, Weil klar. für ein Land wie Deutschland ist es nicht relevant, was kostet meine Kilowattstunde, sondern für mich ist relevant, was kostet mein Energiesystem aufrechtzuerhalten 24/7, rund um die Uhr. Und das versuchen wir genau mit diesem neuen FCOE, mit diesem Stromvollkosten abzudecken. Während, wenn wir aktuell in der Presse hören, dass es eben günstig ist, dann ist es so, weil die ein Grenzkostenmaß betrachtet, das ist in Englisch Levelized Cost of Electricity, dieses LCOE. Und es betrachtet eben nicht die gesamten Vollkosten, sondern betrachtet eben nur Investitionen, ja, wie heißt es, Operations? Operations, ja, Operations Operations und Rohstoffkosten. Ja? So, und scheinbar, wenn ich okay, ich habe Investitionen drin, ich habe die Operationskosten drin. Und ich habe, sage ich mal, meine Rohstoffe drin, die ich brauche für den Betrieb, habe ich eigentlich alles abgegessen. Aber eben nicht. Weil eben viel, viel mehr dahinter hängt. Dieses viel, viel mehr dahinter ist so groß, dass das fast irrelevant wird. Ja, das ist das Verblüffende. Und das ist das das Verblüffende. Und das habe ich aber früher auch nicht verstanden. Ich meine, ich musste da auch jahrelang darüber nachdenken, ja, und das zu verstehen, dass eben ein Energiesystem ist eben nicht diese drei Themen. Ein Energiesystem ist eben Energie rund um die Uhr. Und zwar
sekundengenau aufrechtzuerhalten. Ja, dass es genau Nachfrage gleich Angebot ist. Und da hängt so viel mehr dahinter. Ja, weil Elektrizität ist ja auch, sagen wir mal, ein bisschen eine spezielle Form von Energie. Ich meine, bei Öl, wenn ich das in mein Auto tanke, dann habe ich da anschalten, abschalten und habe das zur Verfügung, weil ich nichts brauche. Strom will wirklich in der Sekunde, wo wir jetzt unsere Lampen anhaben, sollte da sein, sonst sind wir im Dunkeln hier. Jetzt kann man die klassischen Energiequellen dann eben nebeneinander legen. Also wir haben die fossilen Energien, da ist der große, man muss mal auch eine Installation machen, also das Kraftwerk. Und dann haben wir die Rohstoffe, die Energierohstoffe, also Öl, Gas, Kohle, je nachdem, was ich reinschütte. Wie viel macht das aus in den Produktionsprozess dann? Also vielleicht mal einen Schritt zurück. Also wie Sie schon gesagt haben, also Energie ist ja vieles. Ja? Also wenn Sie mal, Sie gucken Sie den großen Berg Energie an, den wir verbrauchen weltweit. Ja? Das sind, sagen wir mal, 170.000 Terawattstunden, was auch immer. Ja. So, davon, dieser primären Energie, wird ca. 40% verwendet, um uns mit Strom zu versorgen. Okay. Also ca. 40% der gesamten Energie wird gebraucht, um uns mit Strom zu versorgen. Mhm. 60% brauchen wir für Transport, für Wärme und für industrielle Zwecke. Okay. Ja? Und diese 40%, die gehen dann praktisch in Kraftwerke rein, in irgendeiner Art und Form, und am Ende kommt dann Strom raus. Ja? Und von diesen 40% sind eben 60% Kohle und Gas, ganz grob, weltweit. 10% Kernkraft, ganz grob. 10% Wasser, ganz grob, sind wir schon bei 80. Ja. So, und da kommt ein bisschen Biomasse nochmal 10% oder was auch immer, und dann ist eben Wind, Solar auch ungefähr 10%. Ah, ja, okay. Also so sind wir weltweit gut dran. In Deutschland sind wir jetzt so, dass in Deutschland ganz grob 30% Strom aus Wind und Solar kommt. Wohlgemerkt ist aber heute in Deutschland so, dass um diese 30% des gesamten Kuchens an Strom, die wir brauchen in Deutschland, herzustellen sozusagen, haben wir inzwischen einen Kraftwerkspark aufgebaut, der ist dreimal so groß, wie er vor 20 Jahren war. Ja, genau. Und trotzdem haben wir noch keine stabile Versorgung, wenn man es komplett umstellen würde. Also es ist unmöglich, die stabile Versorgung zu machen. Unmöglich. Ja, genau. Weil wir haben keinen Langzeitspeicher, A. Ja. Und B, ist die Energiedichte nicht hoch genug. Ja, wir haben jetzt zwei Ansätze für diese Fluktuationsproblematik. Ja. Die einen sagen, wir bauen Speicher, die anderen sagen, also man muss beides wahrscheinlich bauen, Speicher und Netze. Nun, Speicher sind im Volumen nicht vorhanden im Moment. Also es gibt ja diese paar Pumpspeicherkraftwerke, aber das ist eine halbe Stunde deutscher Strom ungefähr, was man da abdeckt. Da kommt dann das Stichwort Wasserstoff immer rein. Ist das der neue Energierohstoff, mit dem man dann loslegt? Ja, also erstmal ist Wasserstoff ein unglaubliches Molekül. Ja, also es ist Wahnsinn, was Wasserstoff kann und was Wasserstoff ist. Ja. Ich bin kein Chemiker, aber ich kann nur sagen, dass Wasserstoff ist kein Energierohstoff. Ja? Wasserstoff ist ein Molekül, was hergestellt werden muss, weil es praktisch nicht unmöglich aus der Natur ist, aber es geht ganz, ganz selten in der Natur vor. Das heißt, man muss es herstellen. Ja? Und diese Herstellung verbraucht was? Energie. Ja? Und auch ein paar Fabriken. Ja? Und die müssen erstmal herkommen. Die Energie muss erstmal kommen, die Fabriken müssen erstmal herkommen. Ja? So, und das heißt, diese Wasserstoffherstellung ist ein Thema, die braucht Energie. Dann habe ich den Wasserstoff, dann muss ich ihn noch speichern, transportieren und dann muss ich ihn repowering, wieder zurück in Strom praktisch. In Fuel Cells auf Deutsch, in Brennstoffzellen. In Brennstoffzellen praktisch dann noch. Ja. Diese gesamte Kette habe ich 65-80% der eingehenden Energie geht verloren. Ja. Das heißt, es ist kein Rohstoff, es ist ein Speichermedium. Es ist ein Speichermedium. Was mich aber 65-80% der Energie braucht. Das heißt, ich habe noch 20-35% der Energie übrig zu verwenden. Was passiert mit der Rest der Energie? Wo geht denn die hin? Ja, wärmt die Kraftwerke. Die wärmt die Atmosphäre, das heißt, wir erwärmen damit unsere Erde. Ja. Ja, ja. Also, sozusagen, ja. Aber wir beobachten ja tatsächlich, dass politisch wird versucht, in Afrika, Namibia zum Beispiel oder in Australien, sehr große Solarkraftwerke, also mir wurde jetzt eine Zahl von 27 Gigawatt da erzählt von Australien, für die Wasserstofferzeugung aufgebaut werden sollen. Also das sehen Sie auch als nicht ganz einfach, den dann hierher zu bringen. Es macht ökonomisch und ökologisch keinen Sinn. Ja. Es macht ökonomisch und ökologisch keinen Sinn. Mhm. Es hat mit Energie zu tun und mit dem gesamten Rohstoffeinsatz und dem Energieeinsatz zu tun. Mhm. Ja. Eine zweite Lösung, die man immer wieder hört im Stromnetz, ist, wir machen einfach Leitungen. Also wir haben in Deutschland schon das Problem, dass der Nordseewind überhaupt nicht bis nach Süddeutschland kommt. Mhm. Und umgekehrt, Süddeutschland häufig Solar produziert, Energie oder Strom nicht in Norddeutschland hochkommt.
Sehen Sie globale Netze als irgendeine Möglichkeit? Ich verstehe nicht, was versuchen Sie damit zu sagen? Also nicht Sie, sondern was wird damit? Die Problematik ist, ich kann natürlich immer sagen, irgendwo finde ich eine Stelle, wo der Wind weht. Ach so, also irgendwo, ja. Irgendwo weht der Wind immer. Irgendwo weht der Wind immer. Und irgendwo scheint die Sonne auch immer. Irgendwo, ja. Und also ist ja erstmal richtig. Ja. dass man vermuten kann, dass irgendwo der Wind immer noch weht. Ja. In der Welt, ja, und vielleicht auch irgendwo in der Welt auch die Sonne scheint. Wobei das eigentlich irrelevant ist, weil es ist nicht irrelevant. Es ist praktisch unmöglich, mit zum Beispiel mit einem Netzsystem zu arbeiten, was die Welt umspannen würde, sodass ich irgendwo, wo die Sonne von irgendwo her von A nach B bekomme. Weil A müssen die Netze erstmal gebaut werden, es bedarf Rohstoff und es bedarf Energie, die müssen auch aufrechterhalten werden. Und B muss ja dann irgendwo auch noch der Strom von da nach da kommen. Wie wir Strom kennen, hat diese dumme Eigenschaft des zweiten, zweiten Satz der Thermodynamik, ja, dass also Energie die Tendenz hat, sagen wir mal, zu entweichen sozusagen. Ja. Und wenn ich natürlich Energie über weite, lange Wege transportiere, dann ist das sehr ineffizient, energieineffizient. Eine andere, also nochmal zu diesem Kostennetz wieder zurück, also diese ganze Infrastruktur, die man benötigt, um Fluktuierende letztendlich einzufangen, sage ich mal, also für eine Volllösung, nicht ein Add-on. Also wir haben, ich sehe es ja für realistisch an, dass man ein Add-on macht, dass man sagt, also wir produzieren unter Tag zum Beispiel Solarenergie, wenn die Klimaanlagen auch laufen in Indien. Das ist für mich plausibel, weil da, wenn viel Sonne, dann viel Klimaanlage und das kann ich eigentlich direkt machen. Aber jetzt in so einem, sagen wir mal, nördlichen Land wie Deutschland ist es im Winter schon etwas schwieriger. Ja, wobei, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieses Thema, was Sie gerade gesagt haben mit Indien, also es ist ja, es erscheint tatsächlich sinnvoll, wenn ich jetzt hier in der Schweiz scheint die Sonne glücklicherweise relativ viel, ja, ich sage, ich kann doch wunderbar mir Solarpanel hier oben hinstellen. Und dann reduziere ich damit meinen Verbrauch aus dem Netz. Ja. Richtig. Mhm. Aber was mache ich damit? Was tue ich damit? Mhm. Ich erhöhe gerade die Ineffizienz des Schweizer Stromsystems. Ich habe jetzt ein Solarpanel mehr. Ich brauche trotzdem komplett mein Backup-System aus Wasserkraft, aus Kernkraft, aus Gas, was auch immer. Ja? Und je mehr Solar ich habe, je weniger nutze ich mein Backup-System. Was passiert? Je teurer wird es. Genau, ja, das ist natürlich das Problem. Wer zahlt es denn? Und, und das ist eben diese Idiotie, die da im Moment stattfindet, wir incentivieren unsere eigenen Stromverbraucher, als auch Industrieverbraucher, wir incentivieren die, unser Energiesystem ineffizienter zu machen, teurer zu machen. Also wir geben Steuergelder dafür aus, dass jemand mein System teurer macht. Ja. Und ich kann nicht verstehen, wie man ökonomisch dieses Thema nicht erfasst, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe es früher auch nicht erfasst. Ja, aber es ist doch unglaublich, wie man Steuer dafür ausgeben kann, Energiesysteme kaputt zu machen. Ja, ich meine, wir planen im Prinzip im Moment, wenn man es so anschaut, dreimal unser Energiesystem. Wir haben einmal das Energiesystem mit Sonne und Wind. Das mag am Wochenende sehr gut klappen. Dann haben wir das Energiesystem von Batterien und anderen Speichertechnologien. Und als Backup haben wir hinten nochmal ein Gaskraftwerk. Oder ganz genau. Also genau. Da gab es ja diese Studie vom Fraunhofer-Institut, die sagt, wir brauchen nochmal 100 Gigawatt Gaskraftwerk. Irgendwie so eine schön große Nummer. Also das ist natürlich definitiv teuer, wenn ich irgendwas dreimal baue, wie wenn ich es nur einmal brauche. Schauen wir uns mal aber trotzdem an, die Diskussion hat einen Hintergrund, der liegt eben an den Nebenwirkungen von Energieproduktion. Jede Produktion, ob Energie oder auch andere Sachen, hat ja immer eine Nebenwirkung. Das ist ganz klar. Wir haben immer irgendwo einen Umwelteingriff, ohne Umwelteingriff, sonst wird es ja nicht existieren, das Ding. Wie schätzen Sie die verschiedenen Schädlichkeiten oder die Umweltproblematik verschiedener Rohstoffe oder verschiedener Energieformen ein? Das also ich glaube, der erste Punkt ist absolut richtig, dass also unser Leben, also wir sind Teil der Umwelt, wir als Menschen, und wir als Menschen konsumieren. Und diese Konsumation, die kommt irgendwo her. Und die kommt von unserer Natur. Ja? Ja. Inklusive der Energie als auch der Rohstoffe selbst. Ja? Und wenn wir uns aber angucken, ist sag mal, die Geschichte der Menschheit, die Entwicklung der Menschheit, ist eine Geschichte der Energie, der Energieoptimierung eigentlich. Ja? Also bis wir überhaupt erstmal Feuer hatten, war ein Riesenthema, geht es nur um Energie, dann hatten wir Feuer und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann mal, dann kam die Biomasse, dann kam mal ein bisschen Wasserkraft, dann kam mal ein Windrad, dann kam die Kohle, dann kam das Öl, dann kam das Gas, dann kam die Kernspaltung und so weiter und so fort. Ja? Also am Ende ist die Entwicklung der Menschheit ist eine Entwicklung der Energieeffizienz, eigentlich der Energieausbeute und des Energiereichtums. Ja.
Aber alles hat einen negativen Einfluss auf unsere Umwelt. Und es ist unser Job, in unserer Energiewirtschaft alles zu tun, um diesen Einfluss zu reduzieren. Mhm. Also ich habe nichts gegen Grün, ganz im Gegenteil. Ja? Die Frage ist nur, heute erscheint mir so, dass der gesamte negative Einfluss der Energiesysteme nur noch in CO2 gemessen wird. Als ob der Rest gar nicht relevant ist. Ja. Wir haben noch einen großen Effekt der Energieproduktion, ist ja Wohlstand, den wir schaffen. Also wir erzeugen ja die angenehme Situation, dass wir hier im Trockenen und mehr oder weniger Kühlen oder wo wir ja immer sitzen und genug zu essen und auch zur Not einen guten Arzt haben. Ja. Dieser Wohlstand hängt ja an der Energie dran. Ja. Es gibt Statistiken, also ich habe mir das mal rausgelassen, wo man sieht, dass man eine bestimmte Strommenge mindestens braucht, damit man eine Lebenserwartung im Bereich von 80 Jahren erreicht. Das wird auch dagegen gerechnet. Natürlich nicht. Also wie gesagt, erstmal nochmal zur ersten Frage. Es gibt negative Einfluss des Energiesystems. Diese müssen wir optimieren, minimieren, reduzieren. Genau. Wir werden sie nie auf Null schaffen. Es geht nicht. Ja? Das heißt, wir müssen investieren. Um Kraftwerke effizienter zu machen, investieren, um Transporte besser zu machen, investieren, um Mining sauberer zu machen und so weiter und so fort. Aber der Glaube, dass wir irgendwas mit Null und Net Zero und was auch immer, das ist wirklich ein Irrglaube. Ne? Ja, gut, dazu kommt, dass wir eben, also Energie, die verfügbar ist und Energie, die bezahlbar ist, hat eben genau, was Sie gesagt haben, als Folge den Wohlstand und die Gesundheit. Wohlstand heißt auch Gesundheit, heißt Leben. Ja. Und wenn ich meine Energie teurer mache, und unsicherer mache, dann reduziere ich den Wohlstand. Und das wird bisher gar nicht gerechnet bei den Regierungen. Ja, es fällt langsam auf, indem plötzlich der Strompreis in überraschende Höhe geht, obwohl doch immer mehr Solar installiert wird. Und der, ja genau. Ja. Das ist ja so ein Widerspruch. Ist für mich kein Widerspruch, das ist logisch, weil, also nochmal zu der Frage des Kostens, das ist, glaube ich, auch für die Hörer ganz wichtig. Aufgrund dieses Systemgedankens ist, also was ich vorhin versucht habe zu erklären, jedes weitere Solarpanel erhöht meine Kosten mehr. Ja, also von den Gesamtsystemkosten steigen. Und das heißt, wenn mein Anteil an Solar- und Windenergie im System steigt, steigen meine Kosten immer. Mhm. Es wird immer, immer teurer. Selbst wenn die Herstellung von Solar null wäre. Mhm. Selbst wenn mein Solarpanel null kosten würde. Ja. Null kosten würde, wenn China es mir schenken würde, was die wahrscheinlich gerne sogar machen würden, dann wird trotzdem meine Energiekosten steigen im System. Okay. Das heißt, je mehr ich drin habe, je teurer wird es. Und das ist ein Gedanke, der langsam, glaube ich, auch in der Presse ankommt. Und was heißt denn eigentlich, wenn ein Energiesystem teurer wird? Was passiert denn dann? Dann geht es einigen Leuten nicht mehr ganz so angenehm. Und wem? Das sind die Leute, die nicht so viel haben. Genau so, es geht vor allem den Ärmeren, schlechter. Mhm. Und das ist das Interessante, warum ich auch in der Politik, ich verstehe ja nicht diese Rechts-Links-Gedanke, eigentlich müsste die Linke viel interessierter daran sein, die Stromkosten gering zu halten. Ja. Oder? Wäre plausibel, absolut. Ja. Also, wenn man sich für die Leute einsetzt, die nicht so leistungsfähig sind, dann ist es natürlich klar, dass man denen auch die Chance gibt, die Energie zumindest bezahlbar zu halten. Genau. Wir haben jetzt den Umwelt, wir haben den Wohlstandseffekt, aber wir haben einen dritten Effekt, wir haben auch den Frieden und die Sicherheit. Ja. Wir haben das eigentlich jetzt gelernt in den letzten 2 Jahren, mehr oder weniger. Eigentlich haben wir schon lange gelernt, die ganzen Ölkrisen waren ja alle ein Zeichen, dass das irgendwie zusammenhängt. Ein Argument für diese Erneuerbaren ist immer, dass man sagt, es ist auch für den Frieden nützlich. Also ich muss dann was nicht importieren, wenn ich eben hier eine Solarzelle auf dem Dach habe, dann bin ich in Anführungszeichen unabhängig und muss nicht irgendwo in Saudi-Arabien oder welchem Land, ich will jetzt da keinen Namen nennen, wir kennen die Länder alle, meine Energie einkaufen. Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich ein Irrglaube. Ja, zeigen Sie mir ein Solarpanel heute, was ohne Kohle bestehen kann. Ja. Erstens. Mhm. Zweitens, zeigen Sie mir ein Solarpanel, was nicht aus China kommt. Okay, das ist... Drittens, zeigen Sie mir ein Solarpanel, was nicht ohne Rohstoffe aus Afrika zurechtkommt. Also es ist praktisch heutzutage unmöglich, autark ein Energiesystem, es sei denn, ich bin Russland oder die USA, wo ich es mir selbst rausgraben kann und selbst verbrennen kann, dann ist alles gut. Deutschland ist nie in der Situation, könnte wahrscheinlich einen Teil noch machen, wir haben noch einen Teil Kohle, könnte man viel mehr machen, viel besser machen. Aber der Glaube, dass wir, sage ich mal, Kriege verhindern, indem wir auf Wind oder Solar umsteigen, ist ein Irrglaube, weil wir auch wiederum mit Wind und Solar nicht allein zurechtkommen.
Wir brauchen noch viel mehr dazu. Und selbst wenn wir zurecht kämen, würde es so teuer werden, dass wir Krieg aus anderen Gründen haben. Ja, weil, wir haben nämlich dann Kriege aufgrund von Energieknappheit, aufgrund von Energiearmut. Also das ist ein Pfad, also der, wie gesagt, das Autarkie mit Solarzellen ist definitiv schwierig. Ein zweiter Pfad ist, dass man sagt, wir gehen in Nuklearenergien und moderne, also da gibt es ein bisschen unterschiedliche Reaktoren und so, aber Nuklearenergie schafft erstmal eine Unabhängigkeit, weil wenn ich dieses Kraftwerk gebaut habe und mit einem gewissen Vorrat an Uran zurechtgelegt habe oder Thorium, was man heute auch gerne überlegt, dann kann ich viele Jahre durchhalten, bis ich tatsächlich wieder bestellen muss. Absolut. Also ich bin absolut pro Kernkraft. Mhm. Ja. Ich bin allerdings der Meinung, dass Kernkraft nicht reichen wird für unsere Energienachfrage weltweit. Okay. Ja. Ich denke mal langfristig eigentlich schon. Ja. Aber es ist nicht realistisch, dass wir die nächsten Jahrzehnte nur mit Kernkraft zurechtkommen. Also wir kommen ohne Fossilien nicht zurecht. Mhm. Deswegen mein Buch Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Energie der Zukunft. Ja, ich halte es mal hier in die Kamera. Genau. Also das ist dieses Buch. Also Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Energie der Zukunft. Mhm. Am Ende ist genau die Frage, okay, jetzt mit dem Wissen, dass eben mit Wind, Solar es nicht weitergeht, was heißt denn, wo geht es denn hin? Mhm. Ja? Und für mich ist eigentlich die Energie der Zukunft besteht wahrscheinlich aus vier Faktoren. Also eins ist auf jeden Fall die Energie der Kernspaltung, ja, also ja. Fusion, Physio, Fission, ja, sind also unglaubliche Möglichkeiten, die wir noch gar nicht alle kennen. Da kann man noch sehr viel tun. Mhm. Ja. Zweitens sehe ich sehr wohl, sag mal, die galaktische Energie, die Energie unserer Galaxie oder unseres eigenen Sonnensystems sogar. Ja. Also sehr wohl, da ist so viel Energie, wenn wir eine Möglichkeit haben, die irgendwie zu nutzen, ist auch eine Zukunft, die ich sehe. Drittens sehe ich eine unglaubliche Energiequelle innerhalb der Erde selbst, also die geothermische Energie, da ist sehr, sehr viel Energie. Das sind die drei, sag mal, langfristigen großen Energien, die ich glaube, die eine Rolle spielen, wenn ich über Jahrzehnte, Jahrhunderte in die Zukunft denke. Ja. Oder viertens, kommt irgendein Marsmännchen und gibt uns irgendeinen glühenden Stein, den wir noch nie gesehen haben vorher. Ja? Weiß man, also das heißt irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. Ja. Wir können ja nicht alles wissen. Also das ist für mich die Zukunft. Also ich denke schon, dass wir in Zukunft unseren Anteil fossiler Energien reduzieren werden. Mhm. Nicht nur, weil es ja vielleicht irgendwann teurer wird, die aus der Erde zu holen, aber auch, weil ich glaube, dass es nicht genug sein wird. Wir werden so viel mehr Energie in Zukunft brauchen, nicht nur wegen Bevölkerungswachstum und so weiter, aber auch, weil wir eben neue Technologien haben. Wir wollen irgendwo hinfliegen, wir merken es ja heute schon, ja, heute haben wir nicht mehr 2,3 Computer zu Hause und 5 Telefone zu Hause. Ja, es ist ja ein ganz anderes Gefühl, wie wir heute leben. Wir sparen und haben effizientere Lampen, effizientere Autos, aber haben dafür eben andere Sachen viel mehr. Das ist das berühmte Jevons-Paradox, dass eben diese Energieeffizienzen immer wieder aufgebraucht werden über andere Sachen. Und, das ist eben, und insofern nochmal zurück zur Kernenergie. Also Kernenergie ist ein großer, großer Bestandteil, bin ich auch sehr dafür. Ich sehe nur, dass es unrealistisch ist, dass Kernenergie in den nächsten Jahrzehnten uns mit genug Energie versorgen kann. Das heißt, wir brauchen mehr. Und was ist das mehr? Ja, damit kommen wir zu einem Aspekt der Hauptdiskussion, die ja immer letztendlich am CO2 hängt oder sagen wir erstmal an der Klimaänderung. Also genau. Ich sage bewusst Klimaänderung, gibt da verschiedenste Aspekte, was da passiert. Ja. Das wird seit den 90er Jahren getraced von den IPCC, genau. Um zu schauen, was ist denn eigentlich überhaupt der Stand des Wissens. Ja. Sie haben sich mit den Daten beschäftigt, soweit ich sie kenne und ihre Sachen lese. Wie weit vertrauen Sie diesen Daten erstmal, dass man sagt, wir haben zum einen einen erhöhten CO2-Ausstoß, das scheint wohl solide zu sein, wir wissen, wir verbrennen eben einiges. Können wir davon ausgehen, ja. Also wir können es messen, wir haben ungefähr 60-70% mehr CO2 drin, da ist immer die Frage, wo man die Baseline setzt, das ist ganz so klar. Und wir haben einen Trend der Temperaturerhöhung, also wir liegen jetzt bei 1, irgendwas Grad, das genau zu sagen ist auch schwierig, weil auch hier die Baseline-Problematik eigentlich dabei ist. Sehen Sie da wirklich, das sehen Sie auch solide an, dass man diese Sachen weiß. Und jetzt ist die Frage, wo ist das Problem bei der Erwärmung? Sagen Sie es mir. Okay, also die klassischen Sachen ist natürlich erhöhte Temperatur, generiert erstmal Wüsten, ist sozusagen der Grundtenor oft. Und das Zweite ist, dass man in bestimmten Regionen auf der Welt dann nicht mehr leben kann, also dass es einfach zu heiß ist. Wir als Menschen sind für 27 Grad, das ist glaube ich unsere Lieblingstemperatur, habe ich mal gelernt, wenn man nicht allzu stark angezogen ist.
Aber es gibt dann Gegenden, in denen wir jenseits von 35 Grad, was sozusagen die Grenztemperatur ist, für das man noch durch Transpiration begrenzen kann, liegen. Und dann haben viele Länder ein großes Problem. Also nicht unbedingt in Deutschland, da ist es tendenziell immer kühl, oder in der Schweiz. Ja. Also erstmal, ich bin kein Klimawissenschaftler, ja, ich bin Energieökonom. Ja. Okay. Aber ich komme aus der Kohleindustrie und habe mich deswegen auch sehr wohl mit CO2 sehr viel beschäftigt. Mhm. Ja, und weil ich echt Interesse habe. Auch ich habe Kinder und mache mir auch Gedanken über die Zukunft logischerweise. Ja. Ja. Also ich kann bei diesem Thema Klimawandel kann ich extrem empfehlen, Professor Kuhnen, das Buch heißt Unsettled in Englisch, weiß nicht, ob es auf Deutsch heißt, ich glaube, ob es auf Deutsch auch schon gibt, also Unsettled von Professor Kuhnen, was es unglaublich gut erklärt, er selbst hat einen IPCC beraten, gibt einen sehr, sagen wir mal, seriöse, neutraleren View über dieses Thema. Mhm. Aus energetischer Sicht kann ich nur Folgendes sagen, die Welt wird wärmer, jawohl. Mhm. Ja? CO2 ist ein Greenhouse-Gas, jawohl. Ja? Und wenn die Welt wärmer wird, was hat das für Auswirkungen auf uns Menschen? Ja. Und ich habe in Europa gelebt und habe in Singapur gelebt. Habe in beiden mit 20 Grad Unterschied sehr, sehr wohl, sehr gut in Singapur gelebt. Habe auch gesehen, dass Singapur potenziell grüner ist als Deutschland. Ja. Okay. Also ich kann erstmal grundsätzlich nicht erkennen, das Grundproblem an Wärme erkennen für das Leben an sich. Okay. Also mehr Wärme, mehr Leben. Grundsätzlich so. Ja. So. Das Problem, was uns gesagt wird, ist, dass wir haben zwei Themen. Einmal den Wasser im Anstieg, aufgrund der Wärme schmilzt mehr und das Wasser steigt. Und das zweite sind Extremwetter-Events. Mhm. Ich halte vom IPCC dahingehend recht viel, dass dort sehr viel gute Wissenschaft gezeigt wird. Ich habe große Probleme mit den Zusammenfassungen, mit den politischen Zusammenfassungen des IPCC, sehr große Probleme damit. Ich habe auch Probleme damit, dass teilweise die Wissenschaft, die in diesen Tausenden von Seiten gezeigt wird, auch selektiv ausgegeben. Also da werden eben Wissenschaft nicht gezeigt, die es sehr wohl gibt, die dem nicht entspricht. Also es wird selektiv teilweise ausgewählt. Ja, da habe ich auch ein Problem damit. Ja. Ja. Aber es heißt nicht, dass alles schlecht ist, was drinsteht. Ganz im Gegenteil. Ja. Und, aber eben diese Aussagen, die am Ende entstehen, die entsprechen nicht der Wissenschaft, wenn ich unten lese, der Wissenschaft, ja, was Wissenschaftler sagen. Ja. Und da gibt es Tausende von Beispielen. Der Punkt ist eigentlich nur der, dass wenn die Welt sich erwärmt, dann kommt die Erwärmung tendenziell eher in den kälteren Regionen. Mhm. Das heißt zum Beispiel in Nordrussland wird es mehr wärmer als in der Sahara. Ja? Also ich sehe dahingehend eher einen positiven Faktor auf die Lebensräume, wenn es wärmer wird. Wenn rein energetisch, wenn die Temperaturdifferenz zwischen den Polen und der Mitte abnimmt, dann wissen wir Physiker, dann nehmen auch die Extremwetter-Events tendenziell eher ab. Also weil gerade die Hurricanes oder die genau so ist es, was übrigens auch der Fall ist, wenn man tatsächlich die Sache da anguckt. Das heißt, also es ist erstmal eine Temperatur, eine Reduzierung des Delta-Temperatur zwischen Norden und Süden oder Mitte ist erstmal kein Problem. Was das Schmelzen betrifft, jawohl, Eis schmilzt. Eis ist auch früher schon mehr geschmilzt. Die Pole waren übrigens eisfrei vor ein paar Millionen Jahren, als die Dinosaurier hier waren. Ja. Da hat auch das Leben geblüht, ja? Aber die Pole waren eisfrei. Ja. Also wie gesagt, das Ende der Welt ist da nicht, findet nicht statt, aber die Pole werden so schnell nicht eisfrei, wenn wir uns keine Sorgen machen. Eher Sorgen machen um die nächste Eiszeit, die wir irgendwann kommen. Oder sind ja eine Eiszeit, in die nächste, wenn die Zwischeneiszeit zu Ende ist, in der wir aktuell sind. Also ich sehe mal, die ganze Thematik ist etwas differenzierter. In keinster Weise dramatisch, ganz und gar nicht. Mhm. Übrigens ist es auch von der IPCC bestätigt, dass jede Tonne CO2 mehr in der Atmosphäre löst weniger Erderwärmung aus als die Tonne davor. Das ist eine Sättigung. Ja. Wir sind schon ganz stark in der Sättigung drin. Weiß kaum einer, redet kaum einer drüber. Mhm. Wir wissen auch nicht, oder ganz wenige wissen, dass die Welt heute wesentlich grüner als vor 40 Jahren ist. Ja, der Global Greening-Effekt. Also wir haben eine unglaubliche Vergrünung der Welt. A, aufgrund der Erwärmung, B, aufgrund des höheren CO2, weil wir haben in Biologie mal gelernt, dass CO2 zum Leben notwendig ist für Pflanzen. Mehr CO2 heißt mehr Pflanzen. Also diese ganzen Faktoren, diese ganze Diskussion ist viel zu einseitig, viel zu alarmistisch. Und ich glaube, wenn man da mal eine öffentliche, offenere Diskussion zu hätte, würden sich auch weniger Leute Sorgen machen, würden sich auch weniger Frauen kastrieren lassen, weil sie Angst haben vor dem zukünftigen Klima. Ja, das ist natürlich tragisch. Also ich habe Professor Gante für, ob Sie den kennen, der vom Namen her, ja. Der ist hier. Der hat ja einiges jetzt zum CO2 und zum CO2-Senken auch gemacht. Mhm. Die Frage, wo bleibt eigentlich das CO2? Die Hälfte von dem, was wir emittiert haben, ist nämlich überhaupt nicht in der Luft, sondern ist vom
Ozean unter anderem absorbiert worden und von Pflanzen. Beim Ozean hat es aber schon eine negative Wirkung, indem das der Ozean versauert. Also das CO2 ist ja nun Kohlensäure, also ist ein Säurebildner und hat für bestimmte Organismen, also gerade die Kalkschalen haben natürlich, ist es nicht angenehm. Also aber der Ozean versauert ja nicht, der wird nur weniger basisch. Ja, okay. Da muss man vorsichtig sein. Das heißt, der geht, weiß ich nicht, von 7,6 auf 7,5. Ja, okay. Ja, das stimmt. Ja, also wir sind weit entfernt von Versäuern. Das ist mal ganz gefährlich. Wir würden nur etwas weniger Basis. Das heißt, passiert erstmal gar nichts. Ah, okay. Ja? Gut, ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein Biologe, der das genau. Aber auch das ist interessant. Ja, schon allein die Wortwahl. Ja. Ja? Zum Beispiel, wenn jetzt in der Arktis sind minus 40 Grad. Mhm. Es steigt um 2 Grad Temperaturen. Das heißt, wir haben 2 Grad eine Erwärmung. Es wird heiß. Wir haben jetzt noch minus 38 Grad. Mhm. Ja? Also das Eis ist trotzdem... Ja, minus 38 Grad ist immer noch sehr... Das sind alles diese Irrtümer, ja. Ja, die, wenn man darüber nachdenkt. Nee, also wie gesagt, das ist natürlich tatsächlich ein sehr komplexes System. Und wir haben sozusagen diese Primärwirkung, die durch CO2 ausgelöst wird, ist eine gewisse Erwärmung. Aber was sozusagen on top sehr häufig diskutiert wird, kommt jetzt darauf an, mit wem ich da rede, ist, dass die Leute sagen... Ja, da gibt es Kipppunkte. Ab dem geht alles in die Katastrophe rein. Also diese Kipppunkt-Überlegungen, haben Sie damit schon mal zu tun gehabt? Also ja, selbstverständlich. Ich meine, meine erste Frage ist mal, okay, zeig mir die Kipppunktstudie. Okay. Zeig mir die Annahmen, die hinter dieser Studie sind. Mhm. Welches Szenario? Ja. Welche Modelle? Und dann kann ich Ihnen in Ruhe zeigen, dass die Annahme nichts mit Realität zu tun hat. Ja. Ja. Und fragen Sie dazu den Kollegen vom Fraunhofer-Institut, die selbst auch die Klimamodelle machen, was die von Kipppunkten halten. Da gibt es auch öffentliche Aussagen dazu. Ja, aber das sind, also ich glaube, wir brauchen uns da keine großen Sorgen dazu machen. Also Kipppunkte ist tatsächlich nicht so, dass... Also. Ja, also wie gesagt, wir haben halt das Phänomen, das sind natürlich letztendlich eben Computersimulationen und diese Simulationen sind mit allen möglichen Inputs versehen, die fast jedes Ergebnis liefern können, je nachdem, wie man... Genau, also ich habe selbst früher Modelle geschrieben und ich weiß sehr gut, ich brauche nicht viel, um mein Modell so aussehen zu lassen und das Ergebnis so, wie ich es haben möchte. Ja. Jetzt rein für den Menschen, also ich meine, früher haben wir gesagt, aber einen gewissen CO2-Gehalt sollte man den Raum mal lüften, es wird einfach stickig. Ja, ich glaube ab 5000, also, okay, also 5000 ppm, aktuell haben wir ja 420 Parts per Million, ja, 0,042% in der Atmosphäre. Und Pflanzen wachsen am besten bei 1000 bis 1500 ppm. Das heißt, beim Dreifachen bis Vierfachen von den aktuellen, da wachsen Pflanzen am besten. Da wachsen Pflanzen am besten. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir in große Grünhäuser wird CO2 injiziert, damit die Pflanzen besser und schneller wachsen und auch wassereffizienter werden. Mhm. Also ich glaube, für das Leben haben wir noch viel Luft. Und Sie müssen sich mal überlegen, wenn Sie mal immer in die lange Historie der Erde reingeht, die Atmosphäre... war früher viel, viel kohlenstoffreicher, CO2-reicher. Und am Ende wurde dieses CO2 praktisch ausgegast und wurde in Leben oder erstmal in Sedimente abgelagert und eben auch in Leben reingebracht. Und die Atmosphäre, der atmosphärische CO2-Gehalt ging so tief, der ging bis auf 180 ppm runter vor 13.000 Jahren, vor der letzten Eiszeit. Genau. Und bei 150 ppm fangen an, Pflanzen zu sterben. Okay. Das heißt, die Erwärmung, die stattgefunden hat vor 13.000 Jahren, hat dazu beigetragen, dass der CO2-Gehalt wieder gestiegen ist, glücklicherweise auf 280 ppm, ganz grob. Ja. Ja. Damit konnten Pflanzen wieder leben, wieder atmen. Vorher konnten die praktisch gar nicht mehr atmen. Und wir als Menschen haben jetzt noch mal ein bisschen was draufgepackt und wieder was zurückgegeben, was früher in der Atmosphäre drin war. Die Atmosphäre hatte früher einen Gehalt von, der war 10-mal, 15-, 20-mal höher als heute. Ja, gut. Ja. Also wie gesagt, das ist natürlich die langfristige Gedanke, wenn man sich überlegt, was passiert ist, wenn jetzt eben damals vor 13.000 Jahren, ungelogen, wenn es nicht wärmer geworden wäre, dann wäre die Welt nach ein paar 10.000 Jahren, hätte die aufgehört zu existieren. Also jedenfalls die belebte Welt, ja. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also ohne CO2 ist unsere biologische oder ganze Pflanzen... Und mit mehr CO2 denkbar. Haben wir mehr Leben. Ja, das mit dem Treibhaus ist natürlich, also mit dem gärtnerischen Treibhaus, man muss es ja mal so sagen, dass man dort CO2 injiziert oder einführt, genau, das reinbringt, wahrscheinlich verbrennt man Erdgas, um das irgendwie reinzukriegen, würde ich jetzt mal sagen. In Holland zumindest, oder in Berlin, wo immer das gemacht wird.
Also wir sind da nicht, also die Pflanzen leiden nicht unter CO2. Ganz und der Mensch auch nicht. Und der Mensch erst ab 5000, da sind wir noch weit weg. gut, also das einfach mal, um das abzugrenzen. Also wir haben tatsächlich, wir haben ein CO2-Wachstum, also eine Zunahme des CO2-Gehalts, eben auf diese 24 im Moment, der kontinuierlich noch weitergeht. Wobei CO2 trägt auch zur Erwärmung bei. CO2 ja. ist ein Greenhouse-Gas. Ja. Wasser ist das größte Greenhouse-Gas. Ja. Ja, das ist klar. Ja. Ja, wo wir nicht mehr darüber reden. Wir gehen davon aus, dass alles gleich bleibt. Bleibt man nicht alles gleich. Ja. Aber je mehr CO2, je geringer ist der Einfluss von CO2. Gut, also wie gesagt, wir haben diesen Effekt. Mhm. Also das, wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich an bestimmten Stellen ansetzen und das leugnen, also Klimaleugnen, das ist irgendwie so ein spezielle Geschichte, man kann ja was nicht leugnen, was Faktum ist. Und die Frage ist, wo ist also die persönliche Sensibilität? Also viele Leute sagen, gibt es überhaupt nicht. Manche sagen, es ist alles Vulkane und was auch immer. Aber das, also wir können schon festhalten, wir haben viele Gigatonnen Kohle, Öl, Gas verheizt. Aber die Menge, die da drin ist, ist ungefähr zur Hälfte in der Atmosphäre gelandet, ganz grob gesagt. Und wir haben dadurch eine gewisse Erwärmung, 1 Grad ist der aktuelle Wert. Und ja, aber wir wissen nicht, woher der 1 Grad herkommt. Der kommt nicht nur von CO2. Ja, ja, nee, das sind noch andere Faktoren. Noch ein paar andere Faktoren, ja, genau. Ja, das muss man noch. Aber sagen, also wir haben eine Erwärmung, ja. CO2 trägt zur Erwärmung bei, CO2 trägt aber auch zum Leben bei. Ja, ja. Okay. Und am Ende ist diese Diskussion für mich, also wirklich, ist viel wichtiger ist für mich bezahlbare, verfügbare Energie. Mhm. Und natürlich müssen wir die Emissionen reduzieren. Mhm. Aber wie reduzieren wir denn Emissionen? Indem wir Geld wegnehmen, rausziehen oder indem wir investieren und Kraftwerke effizienter machen? Genau, jetzt haben wir also erstmal diese als Ausgangslage. Jetzt haben wir natürlich bei den Energierohstoffen, und das war eigentlich die große Diskussion in den, ich sage jetzt mal, 70er Jahren, wo man gesagt hat, das geht ja alles zu Ende. Genau. Wir haben, also Klapper for Rome hat irgendwie gesagt, Öl ist in 20 Jahren irgendwas zu Ende. Faktisch ist aber da nichts davon ausgegangen. Das ist erstmal verblüffend, weil sogar die Menge, die genutzt wird, zunimmt. Wie sehen Sie die? Also es ist ganz interessant, also diese Rohstoffe, also ich bin der Überzeugung, dass wir faktisch unendliche Rohstoffe haben. Mhm. Es ist nur eine Frage zu bezahlen, dass wir da rankommen. Okay. Wir kennen noch gar nicht alle Rohstoffe, die wir haben. Ja? Und das heißt auch nicht, dass es immer gut ist, alle Rohstoffe rauszuholen. Auch das nicht. Ich will nur sagen, eine Rohstoffknappheit herrscht nicht. Was herrscht, ist eine Energieknappheit und eine Geldknappheit, um die Rohstoffe zu kommen. Okay. Ja, okay. Und das ist schon mal erstmal ein interessanter Punkt, was auch bewiesen ist, vor 50 Jahren, also ich bin vor 40 Jahren, war ich in der zweiten Klasse und da haben wir gesagt, Öl ist vorbei, wenn ich 30 bin. Ja, ja, das ist, Also es ist eben nicht vorbei. Also wir finden natürlich immer viel mehr. Ja, die billigen Sachen sind ja schon eben weg, aber wir finden neue Sachen. Und wir finden auch neue Technologien, da ranzukommen und so weiter. Und so, siehe Fracking und was auch immer. Ja, also erstmal das Thema Rohstoffknappheit. Es herrscht eine scheinbare Knappheit in dem Moment aufgrund von Energie- und Geldknappheit und Wissensknappheit, ja, weil wir einfach nicht wissen, wo es ist. Ja. Wir haben ja vielleicht dabei jetzt noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, wie diese Rohstoffpreise entstehen. Ich meine, der Ölpreis, wenn man da auf die Tab guckt, was gerade an der Börse gehandelt wird, ist ja einer der fluktuierendsten Preise. Also geht fast von null. Es gab, glaube ich, sogar einen negativen Ölpreis. Ja, zu während Corona, genau. Es gab so eine Phase, ganz völlig skurril. Negative Strompreise hat man sich ja schon fast gewöhnt, aber negative Ölpreise. Aber gut, normalerweise haben wir einen positiven Ölpreis, der im Moment, der wurde extrem hoch, damit ist eine Russland-Geschichte und jetzt flacht es wieder ab. Das liegt mal 80 oder so. 70, 80 und sowas. Genau, ja. Was ist der Grund, dass der so stark schwankt? Wenn wir sagen, die Reserven sind da, der Bedarf ist ja auch in etwa immer der gleiche. Ja, also jeder Markt hat natürlich seine eigenen Akteure und seine eigenen Spielregeln. Das heißt, also im Rohstoffbereich, gerade diesen großen Mengen Rohstoffen, also jetzt zum Beispiel Eisenerz, Milliarden Tonnen, Kohle sind 8 Milliarden Tonnen, das sind riesige Milliarden von Tonnen, die gehandelt werden weltweit auch. Ja. Und da gibt es eben Angebot und Nachfrage. Ja. Und dann, also vom physischen Produkt selbst, und dann dazu gibt es dann eben noch Papiermärkte, ja, Derivate, die auf diesem Asset on top sind und die inzwischen fast schon die Preise draußen sind. Und im Ölmarkt ist eben tatsächlich so, dass eben dieser Derivatemarkt so groß ist, ein Vielfaches des physischen Marktes ist. Und hier sind so viele Akteure, die politisch
auch einfach spekulieren, aber auch Sicherungsgeschäfte stattfinden, dass eben eine starke Schwankung sind. Also praktisch ändern sich in der Nachfrage und im Angebot natürlich in der kurzen Zeit gar nichts oder sehr wenig. Mhm. Ja. Aber natürlich auch dort ist wie am Aktienmarkt eben News Sell. Ja. Und, ja. Das hat eben, und dazu, dahingehend führt es zu diesen starken Schwankungen. Es gibt aber langfristige, ich bin eher ein Makroökonom, ja, mhm. Energieökonom aus Makrosicht und ich gucke mir eher aus längerfristiger Sicht, was passiert in den Märkten. Ja. Was eben aktuell passiert in den Energierohstoffen, ist eben tatsächlich so, dass eben aufgrund dieses Unterinvest, diese geringeren Investitionen, die stattfinden, wird tendenziell eine Verknappung in dem Angebot stattfinden. Das heißt, keine Verknappung im Rohstoff selbst, eine Verknappung im Angebot des Rohstoffs, Verfügbarkeit auf dem Markt. Ja. Und tendenziell führt das zu höheren Preisen und tendenziell zu schwankenden Preisen. Ja, ja, verstehe ich. Also und es ist auch interessant, übrigens, logischerweise, wir befassen uns stark mit Kohle, aber nicht nur mit Kohle. Wir machen auch Erze, verschiedenste Produkte. Aber eben, interessanterweise, verdienen wir mehr, je mehr Wind, Solar am Markt sind, je mehr Geld verdienen wir. Weil je weniger wird in Kohle investiert, je höher werden die Strompreise sein. So. Je schwankender sind die Strompreise und je mehr wird die Kohle verlangen können. Das heißt, also, idiotischerweise verdienen wir mehr Geld, je mehr Wind und Solar gebaut wird. Ja? Okay, das ist jetzt nochmal ein Faktum, das ich überhaupt noch nicht gehört habe. Das ist natürlich völlig kontraintuitiv, aber es ist natürlich nach dem, was Sie erzählen, plausibel. Also wir haben durch zusätzliche Solar und Wind brauchen wir natürlich... Also erstmal die Preise gehen hoch. Die Kosten gehen hoch. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Kosten gehen hoch. Wenn Kosten hochgehen, heißt Preise gehen hoch. Dazu gehen die Schwankungen stark hoch, weil es also unsicher, also die Energie wird knapperer. Also unsicherer, sagen wir so. Unsicherheit ist ja immer unsicher. Ein Preistreiber. Unsicher sind Preistreiber. Mhm. So. Dazu kommen weniger Investitionen in Kohle in diesem Fall oder Öl und was auch immer. Ja? Das heißt, am Ende geht der Preis hoch. Ja, und damit verdient man mehr Geld. Macht Sinn. Das ist natürlich für den Händler natürlich immer attraktiv. Wir haben jetzt da verschiedene Rohstoffe, die auch etwas unterschiedlich zu transportieren sind. Also Kohle und Öl kann ich relativ früh auf dem Schiff laden und kann es praktisch an jeden Ort der Welt bringen. Hm. Also wo ein Hafen zumindest ist. Bei Gas ist man traditionell auf Pipelines angewiesen. Hm. Da haben wir gelernt, das kann äußerst schief gehen. Hm. In der Ostsee ist ja eine wichtige Gaspipeline. Hat man von gehört, jawohl. Ja. Das ist unglaublich. Haben Sie denn eine Vorstellung, was da los war? Natürlich nicht, nein. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur, faktisch ist, wenn ich leitungsgebunden bin, wenn ich abhängig bin, entweder von einer Stromleitung oder von einer Pipeline, bin ich abhängig davon. Genau. Weil in Kohlekraftwerk kann ich mir 4 Monate Kohle auf meinen Rasen legen, hinten hin. Ja. Öl schaffe ich vielleicht auch noch, um irgendwie einen Tank zu machen, aber irgendwie so eine Gaspipeline ist eben schwer mit einem Backup. Ja? Mhm. Oder auch mit Strom gibt es das gleiche Problem, ehrlich gesagt. Ja? Weil das fließt auch, es fließt wie Gas durch eine Leitung, wenn man so will. Ja, weil es ist und die muss kontinuierlich fließen, damit ich praktisch irgendwo dann auch hier was damit machen kann. Ja? Aber es ist tatsächlich so, dieses Transportthema ist ein wichtiges Thema und lustigerweise ist eben die günstigste Art und Weise, Energie zu transportieren, ist mit dem Schiff. Ja. Genau. Nicht durch eine Leitung und nicht mit dem Gas, nicht mit einer Pipeline oder auch nicht mit der Stromleitung. Ja, es gibt da wohl noch Entfernungsgesetze, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Genau. Bei bestimmten Entfernungen ändern sich dann die Situation ein bisschen. Aber es gab ja noch ein spezielles deutsches Phänomen, auf das ich vielleicht auch kurz nochmal ansprechen will. Wir hatten die meisten Länder in Europa, die an der Küste sind, Österreich eher nicht, haben Liquid Gas. Flüssiggas, sagen wir jetzt mal auf Deutsch. Flüssiggas-Terminals, Holland, Spanien, Italien und so weiter. Deutschland hatte kein einziges vor dieser Energiekrise. Ist es sinnvoll, dass Länder sich für jede einzelne Energieform auch entsprechende Häfen, Terminals, was auch immer, zulegen? Ja, also wenn wir nochmal wieder wunderschönen Schritt zurück, also wenn wir jetzt über Strom reden, dann ist es eben Kohle und Gas 60% weltweit, 10% Kernkraft und dann eben 10% Biomasse und 10% Wasserkraft, ganz grob. Mhm. Ja. Das heißt, Kohle und Gas ist extrem wichtig. Natürlich hat in den letzten Jahrzehnten dieser Kampf zwischen Kohle und Gas stattgefunden, wo Gas scheinbar gewonnen hat. Ja? Ja. Auch aufgrund der grünen Thema. Die Gasindustrie hat eben wunderbar dieses CO2-Thema nach vorne gebracht, hat aber vergessen, dass sie auch ein bisschen Methan dabei entweicht. Jetzt kommt es ihnen zurück, schlägt es zurück. Ja? Mhm. Und jetzt sind alle auch gegen Gas. Also Kohle ist sozusagen fast tot, sagen sie. Mhm. Nur noch 36% der weltweiten Energie, der Strom ist nicht mehr so wichtig. Ja? Also über ein Drittel der weltweiten verstromten Energie kommt aus Kohle. Das ist unglaublich. Ja? Das ist immer wieder eine Zahl, die man... Also Kohle ist nicht mehr so wichtig. Ja? Das heißt, jetzt ist Gas, aber jetzt gehen natürlich alle auch gegen Gas vor, weil Gas ist auch fossil und hat eben noch ein Methanproblem und frag mich nicht. Mhm. Gas ist tendenziell auch teurer.
Also Gas ist deswegen teurer, weil es A, viel schwieriger ist zu produzieren, weil es viel teurer ist zu transportieren, haben wir gerade darüber gesprochen. Ja, und dieses Thema Flüssiggas ist natürlich, gibt eine viel größere Flexibilität, weil ich eben nicht mehr leitungsgebunden bin, sondern eben auch mit Schiffen Flüssiggas transportieren kann von A nach B. Aber ich brauche eben diese Terminal-Technologie sowohl im Ladehafen, also im Entladehafen, um entweder erstmal das Gas zu verflüssigen und dann es wieder zu entflüssigen. Zu vergasen. Genau, wieder zu vergasen. Ja. Und es ist also tatsächlich so, dass eben jetzt, also weltweit, also ich war gerade letzte Woche in Afrika, überlegen, der weltweite Markt für Flüssiggas sind ca. 420 Millionen Tonnen. Okay. Was sehr viel ist. Mhm. Ja, 24 Millionen Tonnen Flüssiggas. Im Vergleich, es wird 1 Milliarde Tonnen Kohle gehandelt weltweit. Ja? Und also fast die Hälfte an Tonnagemäßig wird in Flüssiggas gehandelt. Und Ostafrika allein hat vor pre-Covid hat 30 Millionen Tonnen produziert. 30 Millionen Tonnen, das ist viel, das sind 8%. Ostafrika, ja. Äthiopien? Wo ist das? Das ist Tansania, Mosambik, diese ganzen Bereiche. Und die produzieren jetzt schon fast 50 Millionen Tonnen. 20, also eine riesige Investition für eine Stadt weltweit in die Produktion von Gas und in die Produktion von Flüssiggas, weil natürlich dieser Markt stärker wächst, weil alle eben alle am Ende, es geht nicht ohne Gas oder Kohle oder Unkohle. Das heißt, wenn Kohle nicht mehr will, dann brauchen wir mehr Gas. Ja? Und die Banken investieren noch mehr in Gas, aber nicht mehr weniger in Kohle. Und das heißt, da kommt auch ein Überangebot auf uns zu. Aber auf der anderen Seite müssen jetzt natürlich die Verbraucher müssen auch neue Häfen bauen, wie Deutschland zum Beispiel, ja, in denen sie praktisch diese Vergasungsanlagen wieder haben, in denen sie Flüssiggas nutzen können. Also das sind riesige Investitionen, aber überlegt euch auch da, wo kommt denn dieser Hafen her? Wo kommt die Rohstoffe her? Wo kommt die Energie her, um diese Anlagen zu bauen? Das wird man gern vergessen, als ob das alles umsonst ist. Ja. Da komme ich eigentlich jetzt mal in den Bereich der Rohstoffbedarf. Also genau. Rohstoff ist ja jetzt so, wenn wir jetzt so gesprochen haben, im Wesentlichen diese Energierohstoffe. Ja. Wir haben natürlich auch noch ganz andere Rohstoffe, zum Beispiel Stahl und Beton oder Zement, je nachdem, wie man da anfangen will. Stahl ist ja vom Volumen her 2 Milliarden Tonnen im Jahr. 2 Milliarden, also das wäre zum Beispiel das Vierfache von unserem Erdgasvolumen, was rumgeschippert wird. Oder eben auch in der Dimension der Kohle. Also das muss man sich immer im Klaren sein. Also Stahl ist ein extrem großes Volumen. Und Stahl ist nicht der Rohstoff. Der Rohstoff ist Eisenerz. Genau, der Rohstoff ist Eisenerz. Genau. Wir haben die Quellen von Eisenerz. Da haben wir in Europa Kiruna, glaube ich. Und weltweit gibt es Eisenerz, ist relativ gut verfügbar. Also es ist jetzt kein... Das ist jetzt nicht knapp, wirklich. Nee. Aber das Produzieren von Stahl aus, oder erstmal aus Eisen, aus Stahl, geht ja normalerweise auch einen sehr CO2-intensiven Weg. Also jede Tonne Stahl, die ich produziere, erzeugt ja auch. Also zum Beispiel, also Eisenerz ist Fe2O3, das muss praktisch reduziert werden, das Sauerstoff muss rausgezogen werden, das wird mit Kohle gemacht. Das heißt, das Kohlenstoff aus Kohle zieht das Sauerstoff aus dem Eisenerz raus. Ja. Das gleiche wird auch Silikon hergestellt für Solarpaneele. Da nur nicht in 2 Milliarden. Nee, aber auch ein großes, weil auch das geht im Moment nicht ohne Kohle. Also genauso wie Silikonoxid wird auch praktisch das Sauerstoff rausgezogen mit Kohle. Ja, deswegen sage ich, es gibt kein Solarpanel ohne Kohle. Ja. Und so ist es eben bei Eisenerz auch. Und das bedarf eben alles Rohstoffe. Diese gesamte Kette, die da stattfindet, ja, die bedarf Rohstoff und Energie. Und die ist sehr, sehr groß. Also man schätzt das weltweit, dass wir ca. 100 Milliarden Tonnen im Jahr aus der Erde ziehen an Rohstoffen, 100 Milliarden Tonnen. Ja. Davon sind ca. 15 Milliarden Tonnen Energierohstoffe, ganz grob. Also von den 100 Milliarden Tonnen an Gesamtrohstoffen, die wir... Nee, 100 Milliarden Tonnen ganz grob Rohstoffe, die aus der Erde ziehen. 15 Milliarden Tonnen ganz grob sind Energierohstoffe. Und diese 15 Milliarden Tonnen geben uns die Energie, damit wir diese anderen 85 Milliarden Tonnen überhaupt verarbeiten können. Weil ich kann nichts anbauen ohne einen Traktor. Ja? Ich kann mir kein Lithium rausholen ohne Energie geht gar nichts. Das heißt, diese Energierohstoffe sind die Basis, damit wir überhaupt den Rest verarbeiten können. Ja, das ist natürlich immer, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Also jeder Rohstoff, den ich gewinne, braucht Energie, damit ich ihn gewinnen kann. Wir haben jetzt im Moment ja... Und verarbeiten kann. Ja, genau. Also bis das ist ja nach dem Endprodukt letztendlich, oder sagen wir, der Rohstoff zumindest so weit gereinigt ist, oder was man jeweils machen muss. Genau. Aktuell gibt es einige Studien, die sagen, dass die Energiewende daran, oder die, also ich sage jetzt mal Energiewende, der Umstellung auf Wind und Sonne, dass die einfach daran scheitert, dass es überhaupt nicht die Rohstoffe in der
Produktionsvolumenmengen gibt. Also, dass es irgendwo im Erde liegt, das will ich jetzt mal nicht bezweifeln, dass es genug Lithium gibt. Aber die notwendigen Produktionsanlagen sind, ja, da kann man jetzt wieder streiten, Faktor 10 zu gering oder was auch immer. Also, es ist tatsächlich so. Also erstmal wird der, Rohstoffbedarf drastisch unterschätzt, der sogenannten Energiewende, wird drastisch unterschätzt, erstens. Zweitens ist es unmöglich, diese Rohstoffe in den nächsten Jahrzehnten bereitzustellen. Also wir haben mal ein Papier geschrieben, ich glaube 2020 oder 2021, um mal auszurechnen, was notwendig wäre, um Deutschland mit Solar aus Spanien zu versorgen, nur mit Solar aus Spanien. Ja. Ja. Und was es dann bräuchte, um diese Solarpaneele zu bauen, ich glaube 60% von Spanien müssten mit Solarpaneelen zugedeckt werden müssten, ja? Und was es da an Rohstoffen braucht, alleine Silberbedarf nur für Deutschland, würde um das Sechsfache über die aktuellen Produktionskapazitäten. Also diese ganze Thematik des Rohstoffeinsatzes für die sogenannte Energiewende ist extrem unterschätzt und selbst die unterschätzten Zahlen sind unmöglich zu decken mit heutigen Möglichkeiten. Ich sage nicht unmöglich langfristig, aber ich sage nur, in den nächsten Jahrzehnten ist es praktisch unmöglich. Ja, weil das ist die interessante Frage ist ja nun wirklich, die Rohstoffe irgendwo liegen sie in der Erde. Also Sie haben ja selber gesagt, fast von allen liegen da. Das schaut ganz gut aus. Genau. Aber tatsächlich die Förderkapazitäten der Rohstoffe, die sind einfach dem Markt, den jetzigen Bedürfnissen angepasst. Ja, und die Kosten. Ich habe gesagt, Kosten und Energiefrage. Kostet und Energie und ist natürlich nicht so einfach, eine Mine irgendwo hinzustellen. Also eine neue. Und will ja keiner mehr. Ja, genau, das ist das zweite Problem. Wir haben zum einen wissen wir, wo es vielleicht liegen würde, aber dann zu sagen, wir bauen da jetzt eine Mine, im Rheintal soll irgendwie Lithium liegen, da kann man das Rheintal freibuddeln. Das ist also eine Schwierigkeit für diese Energie. Das Silber ist tatsächlich, glaube ich, auch einer der echt kritischen Werte. Das ist unglaublich. Ja. Wenn man ins Detail geht, ist es Wahnsinn, was da alles für Rohstoffe, die man gar nicht kannte, dass die existieren, was da eine Rolle spielen, die heute knapp sind. Wir haben ja jetzt von das Wort seltene Erden neuerdings in aller Munde, was ja vorher eine völlig unbekannte Elementgruppe war, da irgendwo im Periodensystem so am Rande. Meistens gerade mit abgebildet. Aber wir haben tatsächlich gelernt, also die Rohstoffe, erstmal gibt es diese großen Rohstoffe, wie Stahl, Öl, Kohle und... Also Eisenerz, Kohle, Gas, oder Bauxit, was auch immer, für Aluminium. Mhm. Ist es eigentlich so, dass man, wenn man die Schiffstransportkapazitäten anschaut, dass man da eine gewisse Flexibilität hat, dass man sagt, wir fahren in die eine Richtung das Eisenerz und in die andere Richtung die Kohle? Das würde man eher nicht machen. Doch, kann man schon die Dual Use in beide Richtungen, sie nicht leer rumschippern müssen. Bei Öl geht es eher nicht so gut. Da muss man mit leeren Öltanker rumfahren. Ein Rohstoff, den ich wirklich überrascht war, ist Beton oder Zement. Zement, ja. Zement wird ja auch über so einen Prozess, wo letztendlich wieder der Kohlenstoff, CO2, also Sauerstoff rausfischt aus dem Calciumcarbonat. Calciumcarbonat, genau. Das sind extrem große Volumina unterwegs. Also wir beliefern die Zementindustrie auch sehr stark. Das ist eine Hauptindustriezweig, die wir beliefern. Die Zementindustrie bedarf sehr viel Energie. Die Zement wird hergestellt, also erstmal ein Zementvorprozess, ein Klinker wird hergestellt bis zu 2000 Grad. Ähnlich wie ein Polysilicon-Plant für Solarpaneele mit 1500 Grad. Ja. Und es waren riesige Energien. Ja. Und es wurde eben historisch viel noch mit Fuel Oil, also mit Heizöl gemacht. Dann wurde es auf Kohle umgestiegen, weil es effizienter und besser ist und auch sauberer ist, ehrlich gesagt. Heute wird es teilweise auch mit Gas gemacht. In Europa wird es viel mit Ersatzbrennstoffen gemacht, was auch Sinn macht. Also Müll. Mit Müll praktisch. Oder vor allem eben gerne mit Autoreifen, weil die haben großen Energiegehalt. Und die werden stark genutzt für die Zementindustrie. Okay. Genau so ist es. Und es ist also keine Verbrennung des Zements, sondern es ist tatsächlich eben eine chemische Nutzung der Kohle in diesem Bereich. Dieses Zementprodukt wird dann eben noch fein gehackt und wird dann eben gemischt und wird dann eben in Zementprodukte hergestellt, die wir dann nutzen. Also das ist eine riesige Kette, energieintensive Kette. Und ich sehe eben heute auch diese großen Zementhäuser, Heidelberg, Holcim, Lafarge ist übergegangen in Holcim, das waren Riesenprobleme. Sehe auch, dass die auch versuchen, dieses grüne Thema, wie kommen wir da aus fossilen Energien raus? Aber also unmöglich ist gar nichts, aber es ist einfach unwirtschaftlich und am Ende auch nicht mehr grün. Ja, es ist auch nicht gut für die Umwelt, was da passiert. Aber wir haben eben diesen Betonbedarf unter anderem, wenn wir diese Solarpanels aufstellen. Ich meine,
Ja, oder Windrad. Windrad. Oder Windrad hat auch immer so ein gutes Fundament aus relativ viel Stahlbeton. Ja. Da, also da muss man auch erstmal, klar, wir haben jetzt immer die Diskussion in Deutschland, das ist 2% vom Weltmarkt, ganz grob gesagt, da kann man immer irgendwo das abzwacken. Aber wenn jetzt die ganze Welt umstellt... Ist unmöglich. Also, also deswegen sage ich eben auch, wenn diese Energiewende so weiter so stattfindet, wie sie aktuell angedacht ist, dann ist es unmöglich, eine Energieverknappung zu verhindern, die so drastisch wird, dass es in Energiearmut auslöst. Mhm. Also ich mache mir tatsächlich langfristig makroökonomische Sorgen über eine Energiearmut weltweit, die aufgrund der sogenannten Energiewende stattfindet. Weil eben diese sogenannte erneuerbare Energie so einen wahnsinnigen großen Energiebedarf selbst haben, einen hohen Rohstoffbedarf haben, die Rohstoffe müssen ja verarbeitet werden mit Energien, dass es eben, also dass nicht mehr genug Energie da ist. Und das hat man gesehen in Europa, in 2021, war ja vor der Ukraine-Krieg, wie angefangen hat, die Preise stark steigen. Warum sind die Dinge gestiegen? Aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist, weil eben nicht mehr genug investiert wurde in Kohle, Öl und Gas und Kernkraft. Ja. Ja? Und es wurde nur noch, nicht mehr nur, fast nur investiert in Wind, Solar und Wasserstoff, was ja kein Rohstoff ist, sondern eben nur ein Speichermedium ist. Und wir kommen in eine Verknappung rein. Diese Verknappung hat drastische makroökonomische Auswirkungen. Und am Ende führen die zu sozialen Konflikten, was bis zum Bürgerkrieg geht oder bis zu richtigen Kriegen geht im Extremfall. Und das ist immer das Extremszenario, aber die müssen wir extra nachdenken. Und es langsam fangen auch Staaten an, darüber nachzudenken. In den USA, auch in Europa, dieses Thema mit ins Kalkül zu betrachten. Mhm. Und die Leute, die daran sterben, sind eine Vielzahl von dem, was an den modellierten Zahlen 2100 theoretisch sterben würden, wenn das und das passiert würde, was aber nicht stattfindet, weil die Annahmen hinter diesen Klimamodellen einfach nicht stimmen. Ja, ja, also das ist ja auch noch ein Faktor, der mich immer völlig irritiert. Es gibt Studien, die ja verschiedene Energie, also bestimmte Stromerzeugungsverfahren mal nebeneinander legen oder eben bestimmte Verwendung von Energierohstoffen. Typischerweise Kohle hat ja neben dem CO2, wenn wir mal diese CO2-Problematik außen vor lassen, wird denn immer sauber verbrannt. Also in Deutschland haben wir relativ hohe Filteranforderungen, aber das ist nicht überall der Standard. Und wir haben immer einen großen Kamin mit einem großen Rohstoff, mit einem großen, ja, sagen wir mal, Umweltverschmutzung, die zu bestimmten Zahl von Todesfällen führt. Also wenn die Zahl stimmt, ich weiß es nicht, also seit 2012 sind in Europa irgendwie 500.000 Leute an Luftverschmutzung gestorben. Die kommen auch durch Autos und ein paar andere Faktoren. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt eben bestimmte andere Rohstoffe nimmt, wie zum Beispiel Kernenergie, dann ist man dabei in ganz minimalen Zahlen. Also Solar, Wind und Kernenergie gilt da immer als die untere Grenze, weil was nicht stimmt. Zumindest inhärent erstmal, wenn sie mal laufen, nicht emittieren. Aber klar, wir haben natürlich die Kette, bis das Zeug dasteht. Also es gab eine schöne Studie, gerade vor kurzem eine Studie, die mal wirklich Energieeinheit bereinigt betrachtet. Und da war wohl Wind ganz oben bei den Todesraten, ne? Interessanterweise. Kernkraft ist auf jeden Fall, Kernkraft ist eine neue Studie, muss ich mal schicken. Ich kann die nicht bewerten, ich habe nur die Studie gelesen. Ja. Kernkraft ist auf jeden Fall eine sichersten und saubersten, das ist für mich gar keine Frage. Der Kamin kommt jedenfalls kein Dreck raus. Ja, okay, also wir haben jetzt jedenfalls, und das würde ich jetzt ein bisschen zusammenfassen nochmal, also wir haben das Problem, dass wir im Moment zumindest global das nicht ausrollen können, was wir hier in Deutschland aktuell bauen, nämlich diese totale Energiewende, CO2-Null-Ansatz, aufgrund Rohstoffmangels oder eben Rohstoffverfügbarkeit, industrielle Verfügbarkeit von Rohstoffen. Kann man das so? Es gibt kein Netto-Null-Solarpanel oder Windrad. Ja. Es stimmt nicht. Es ist unmöglich. Ja, das ist auch ein Punkt. Also Fangen wir erstmal da an. Es gibt kein Netto-Null-Solar- und Windpark. Jedes Windrad, jedes Solarpanel braucht ein Backup. Ja. Es gibt keinen Langzeitspeicher heute. Also praktisch keinen. Ja. Das heißt, ich brauche ein Backup-Kraftwerk. Das kann nur Kohle und Gas sein. Kernkraft kann ich nicht ab und hoch und runter fahren. Nicht so gut, ja. Also es kann praktisch nur Kohle und Gas sein. Ja. Ja? So, und diese Kraftwerke laufen weniger, je mehr Windsolar ich halt habe, die werden immer teurer. Das heißt, es ist unmissverständlich für mich, dass mehr Windsolar höhere Preise bewirkt, höhere Kosten, höhere Preise bewirkt. Und das hat Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen. Und diese höheren Kosten, höheren Preise, muss man erstmal anfangen zu bewerten, was das heißt für eine Gesellschaft. Wir sehen das für eine Industrienation Deutschland. Wir sehen das gerade. Ja? Und wir müssen als nächstes drüber nachdenken, was heißt es denn für die Branche, die erneuerbare Branche, die Industrie, die Industriezweig?
wird die langfristig überhaupt profitabel sein können? Wird denn langfristig eine Branche profitabel sein können, die die Kosten im System erhöht? Mhm. Wir sehen es ja gerade, Siemens, ja? Mhm. Und andere. Es gibt viele, viele, viele Beispiele zwischen, dass, wo die Industriellen, die tatsächlich in der Branche sind, gar nicht mehr in der Lage sind, Geld zu verdienen, weil das nämlich dieses Wind-Solar-System nicht funktioniert. Mhm. Wer mehr Geld verdient, sind die in den Fossilen, mhm. Wir haben darüber gesprochen. Weil natürlich die Nachfrage ist trotzdem da, Preise gehen hoch, Unsicherheit geht hoch, das heißt, hier wird mehr Geld verdient. Aber jetzt werden die gezwungen, dahin zu investieren. Mhm. Muss ich überlegen, also der Staat versucht zu erklären, dass Kohle und Gas müssen ihre Gewinne investieren in die Energiewende. In ein System, was die Preise hochfährt. In ein System, was die Rohstoffbedarf hochfährt. Was damit riesige Umweltfaktoren hat. In ein System, was auch die Erde erwärmt, denn riesige Windparks erhöhen Temperaturen, riesige Solarparks erhöhen die Temperaturen. Also es ist alles ist für mich eine gewisse Idiotie, die stattfindet. Ich kann es fast nicht mehr nachvollziehen, mhm. warum man das nicht anfängt, mal ehrlich zu rechnen. Ja? Also wir haben jetzt gerade mit 5 Professoren weltweit sind wir an einer Studie dran, wo wir ehrlich rechnen den Energie- und Rohstoffeinsatz, nur vergleichen mhm. nur mal Solar und Kohle. Mhm. Den ehrlichen rohen Energieeinsatz. Ja. Also, da ist so wenig auch in der Wissenschaft, was da stattfindet. Sie wissen es selbst. Ich komme aus der Wissenschaft, wie wenig da stattfindet. Ja. Also wie gesagt, ich habe eine kleine Studie im Bereich der deutschen Energiewende, haben wir mal durchgerechnet, wirklich so mit Computersimulationen, und haben dann gesehen, dass der Strompreis tatsächlich um Faktor 4 ungefähr hochgeht, aufgrund dieser Backup-Systeme, die ich brauche, also Speichersysteme und was da eben alles noch dranhängt. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Also das heißt, die Zukunft wird uns, wenn wir dieser jetzigen Ausrichtung komplett folgen, sehr hohe Energiepreise liefern. Das ist schon mal absehbar. Mit aller Konsequenz für unsere Wirtschaft und für unsere Leute und für unsere Menschen. Und dieses ganze Thema erkläre ich eben in diesem Buch. Also ungefähr Wahrheit, also die ungefähr Wahrheit, das wäre jetzt auch unbequeme Wahrheiten, mhm. erklärt dieses Thema Energieeffizienz mhm. bei der Produktion von Energie, so in mhm. Produktion und die Rohstoffeffizienz, also sehr, sehr, sehr exakt und sehr genau. Und man mhm. kann also wirklich da versuchen zu verstehen, warum wir als Deutschland da sind, wo wir aktuell sind. Ja. Warum geht es nicht besser? Ja. Warum also, geht es nicht besser? Ja. Das ist erstmal ein guter Tipp, sich das mal nochmal nachzulesen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal genau anschauen. Ja. Dr. Lars Czernikow, es hat mich sehr gefreut, dass Sie die Zeit hatten, diese Aspekte hier zu erläutern. Ich glaube, wir sind mal durch diese Kernthemen durch. Sie haben auch im Internet einige interessante Vorträge und auch interessante Papers, die mhm. man auch lesen kann, neben mhm. dem Buch natürlich. Mhm. Und ich hoffe, Sie haben auch Spaß gehabt, das ein bisschen hier mal im Gespräch zu formulieren. Nee, also vielen Dank auch für Ihr Engagement. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir Stück für Stück Leute verstehen, langsam verstehen, was da stattfindet. Und wie gesagt, ich kann immer nur sagen, ich habe es alles selbst früher nicht gewusst. Ich musste auch alles lernen. Ja? Das hat mir keiner irgendwie erzählt. Also es bedarf tatsächlich Zeit und Mut, sich dann zu beschäftigen, wenn man Interesse hat, zu verstehen, was aktuell passiert am Energiemarkt. Ja, vielen Dank für die Auskünfte und für alle Zuschauer hier im Internet. Wir freuen uns einen Daumen hoch oder auch ein Abo zu dem Kanal. Dann gibt es weitere Informationen zum Thema Energiewirtschaft.